Und damit herzlich willkommen zurück zu Warhammer 40k Dawn of War 2 Chaos Rising mit Kevin. Alles klar, moin. So, ich lasse dir die Wahl zwischen Meridian, Calderis und Typhoon Primaris. Ich höre jetzt. Okay, zwischen Blau, Gelb und Lila, sag Bescheid. Ja, Moment. Ach, du guckst, was es da gibt, ne? Ja. Klinge der unnachgiebig geheiligt. Calderis. Ja, der will ich. Das dürfte ein gutes Schwert für dich sein. Ah, okay. Was auch noch Bono. Meridian 102 ist... Schaden bei Chaos Space Marines plus. Ah, okay. Gibt doch plus 15% Rüstungswert im für Verbündete im Umfeld. Oh. Also das Schwert ist echt gut. Ja. Gewährt begrenzte Unverwundbarkeit auch noch. Lol. Was auch mal begrenzter heißen soll, ne? Wahrscheinlich kriegst du ein kurzes Schild oder so. Ja. So ein Sekundenschild pro Schlag. Dann will jemand was sagen? Nein? Okay, dann die Rettung. Kommandant, die Black Legion greift. Jetzt wollen sie alle was sagen. Sergeant Prime führt Aspiranten zu einer Untersuchung eines Positionssignals, das aus den Tiefen der Wüste von Calderis kam. Sie erwarteten, die Überreste eines Bruders aus dem Tyrannidenkrieg zu finden, stießen aber auf die Black Legion. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie vom Chaos vernichtet werden. Spielen Sie das Notsignal ab. Ich habe jetzt die ganze Zeit dieses Inventarobjekt über der Mission gerade hängen. Ah, jetzt haben wir. Weil ich was nochmal drüber gearbeitet habe. Oh, alle Trupps werden korrumpiert, wenn zugelassen wird, dass so viele Scouts sterben. Cyrus wird korrumpiert, wenn er nicht zu diesem Einsatz eingeteilt wird. Interessiert mich Cyrus? LOL. Nö. Zeit ist knapp, rücken Sie zügig vor, sonst sterben die Aspiranten. Okay, du hast da Tage zu sagen. Noch ein gefälschtes Ordenssignal. Das ist Eliphas Werk, da bin ich mir sicher. Und das des Verräters, der ihm die Signalriten gegeben hat. Okay, und Cyrus? Ich habe Priam und mehrere dieser Aspiranten selbst ausgebildet. Ich werde sie jetzt nicht im Stich lassen. Ich übernehme den Auftrag. Cyrus, das Problem ist, keine Sau will ich mitnehmen. Oh, dann Granatenwerfer. Oh, komm hier, komm. Ja. Kein Bock, dass er korrumpiert wird. Ist in Ordnung. Nehme ich dich halt mal mit. Das. Ich will keine Melterbombe bei dem haben. Ja, was hat er denn sonst? Was haben wir sonst Gutes? Müll. Ja. Der hatte ja vorher das Fernzündungs. Ja, ist aber auch. Ja, komm, für ein Fahrzeug und so. Na gut, dann. Auf geht's. Die Black Legion greift eine Abteilung Blood Ravens. Ein übler Hexer befähigt einen Streitmann aus Chaos Space Marines und solchen Marines. Oh Gott, nicht solchen Marines. Hallo? Warum ist es abgebrochen worden? Ja, ich habe aus Versehen wieder. Überreste eines Bruders aus dem Tyrannidenkrieg zu finden. Blablabla, Angelos. Ist gut. Tag 5, Chaos Rising. Die Rettung Calderis. Warten auf Spieler. Ladevorgang. Warte auf Spieler. Was im Namen oh, hallo. Des Imperators machen die da? Sie entführen meine Aspiranten. Lor! Warum landen wir eigentlich... Oh, landen doch schon drin. Der wurde gerade einfach dematerialisiert, der Typ. Anscheinend. Unsere Aspiranten brauchen Unterstützung. Dort, Bewegung. Ja, wenn ich Scout stehe, bla. Wo kratzt er? Alter. Raketenwerfer. Hui! Setz mal jetzt. Ja, muss. Wie gesagt, du bist Nahkampf, bist du stärker, ne? Mit Melter. Ja. Aber du musst mal. Setz das mal bitte nach oben an, den Chaos Havoc. Denn deine Fähigkeit. Hab ich. Es ist einfach so. Alles, was bei dir nie ist, es wird einfach nur weggeschmolzen.
und ist nach Westen gegangen. Merke ich. Nur der Imperator weiß, welches Schicksal die Ketzer für sie vorgesehen haben. Ruhig, Priam. Die Blood Ravens lassen ihre Leute nicht im Stich. Wir werden diese Aspiranten finden. Ja, es wird schon, werden schon alle sterben, keine Sorge. Zerstören als Crossbow stellt alle Truppen wieder her, okay. So, wenn jetzt die Fähigkeit ein... Ja, du musst noch ein bisschen näher ran. Oh Gott, ist eh fast tot, alle. Von ist es so teilweise auch zielsuchend, das ist schon... Nicht wirklich, es zielt vorher auf den Boden. Ja, aber wenn es an dir von jemandem ist, dann trifft es trotzdem. Stellt alle Truppen wieder her. Ah. Okay, ich gehe noch unten links. So ist es relativ genau und schneller als das Sturmding, ja. Aber von der Fähigkeit her muss ich sagen, echt mau. Ich mag so. Wie gesagt, im Nahkampf ist es unschlagbar. Tja. So, Verstärkung stimmt. Ja. Kostet gerade auch nicht Energie, heilige Scheiße. Ist gar nichts. So, was ist hier unten? Oh. Sie zerren diese Scouts in den Warp. Tötet den Chaos-Abschaum. Tötet sie alle. Hey, das Cyrus. Schimmel deine Eier. Kamera, warum wurdest du gedreht? Ich will die. Ja? Ich will die wieder bitte so nach Nordwesten haben, dankeschön. Unser Verbündeter verliert Streitkräfte durch feindlichen Beschuss. Kann doch nicht sein, dass es. Oh. Hau mal ab. Fuck, wie war denn die Kamera jetzt? Halt. Also Nordwesten war oben. Also ja. Norden war oben rechts. Auf der Minimap. Oben rechts? Ja. Nee. Doch? Ach, du meinst oben links. Nein, oben rechts. Norden zeigt nach oben rechts. So ist die. Dann hatte ich die ganze Zeit andere Kameraeinstellung oder was? Keine Ahnung. Hä? Also Nord zeigt dahin, wo die Eisenplatte ist, wo also kein dieser Leuchte-Symbol ist, ne? Da muss Norden hinzeigen. Okay. Das ist oben rechts. Okay. Ja, jetzt macht's Sinn. Gelobt sei der Imperator! Wir werden diese Kreise auslöschen. Hier Sprengladung, habt den Spaß damit. Alter! Raketengeschütz. Was ist denn bei dir da oben? Was denn? Der Schaden von dieser Plasmakanone. Alter, was ist denn hier unten los? Rambazamba. Ja, ja, ist nicht so schlimm. Na, du machst das dann. Ups. Das war nicht ganz so schlau. Ja, ein paar kleine, große Probleme oder so. Aber kein Problem. Verbündete Streitkräfte werden angegriffen. Dauert ein bisschen, bis ich das hier schaffe. Tut ein bisschen, nur ein bisschen weh. So. Ach, die haben eine. Der eine hat eine Schrotflinte. Ach, die haben. Okay. Interessant. Komm mal dahin. Mach mal dein Dingsbums an. Zerschmetterer, dämonisches Reittier. Alles klar. Ich habe einen lilanen Raketenwerfer gefunden. Unnachgiebige Lanze der Gerechtigkeit. Der Riss schließt sich. Nice. Unsere Brüder sind in plus zwei. Fürs Erste. Antikorruption. Abitus ist nicht mehr korrumpiert. Nice. Sehr schön. Also man sollte sich Nebenziele schon machen, wenn es sich das anbietet. Hallo, Chaos Predator? Tot? Der kam an, zack, bumm. Huch, ich wollte nicht ranzoomen. Hä? Du solltest mit Avitus abhauen. Verbündete Infanterie vernichtet.
Was auch immer du gerade gemacht hast, es hat auch meine Kamera bewegt. Ich hab nur Das ist bei dir jetzt gezoomt? Nee, jetzt nicht. Keine Ahnung. Alter, wie lange diese Plasmakanone braucht zum Schießen. Aber die macht halt extrem Schaden. Er stirbt. Da ist er, okay. Iski, machst du mal das Gebäude kaputt, bevor der Scout da stirbt? Ah, das ist Cyrus, der gerade stirbt. Ja, ich konnte gerade absolut nichts machen. Es war sehr unvorteilhaft. Und bescheuert. Seit 10.000 Jahren habe ich die Macht der dunklen Götter entwickelt. So, weg mit dem Gebäude. Hast du gesehen, dass es jetzt auf ihn gezielt hat, die letzten Schüsse? Ja, jetzt hat es gezielt. Wie gesagt, im Nahkampf ist das... Ich weiß nicht, ich mag das Ding einfach so. Ich weiß, dass du darin zitterst und weinst. Dass ich einfach zwei schnell hintereinander nehmen kann. Ich kann das denn nirgends hinsetzen? Kriegt aber so gut wie gar keinen Schaden. Oh. Oh. Blendgranatensalbe? Was? Deine Macht ist mickrig, deine Courage falsch. Okay, was auch immer du von mir willst. Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung, ich verstehe absolut nicht. Tulu sollte vielleicht mal geheilt, wollte schon sagen. So angenehm, dass er sich reparieren kann und trotzdem Schaden machen kann. So. Tschüss, viel Spaß damit. Ich hab mich weggeschickt. Ich hab geredet. Nee, das warst du nicht. Doch. Ich hatte weiße Maske. Ja, aber bei mir stand. Ach so, genau. Nicht. Oh. Captain Diomedes, was macht denn die Ehrengarde hier auf Calderis? Wir gehen, wohin uns der Orden schickt. Jetzt berichten Sie. Natürlich, Captain. Die Black Legion hat ein Ordenssignal benutzt, um uns in einen Hinterhalt zu locken. Wie sie es. Fakten, Sergeant. Keine Spekulation. Hier sind die Fakten, Captain. Die Black Legion hat viele Scouts getötet und noch mehr entführt. Das ist die zweite Falle. Thaddeus, seien Sie still. Genug, Sergeants. Kommandant, kehren Sie mit Ihrem Team zum Schlachtkreuzer zurück. Erwarten Sie weitere Befehle. Sergeant Priam, sammeln Sie Ihre Aspiranten und bereiten Sie sich auf den Transport zur Feuerbasis Argus vor. Die Ereignisse des Tages müssen streng geheim bleiben. Wissen ist Macht, Blood Ravens. Bewachen Sie es. Stehen Sie bei dir auch so teilweise am Boden? Ja. Ich dachte so, hä? Sind die wie kleiner geworden? Ein weiterer Oberkommandierender? Nee. Ich hoffe nur jemand, der jetzt noch mitlabert. 100% ja, für Gott. Den Beenden von 5 Korb-Einsätzen als Gast haben Sie eine Belohnung erhalten. Honorific Corvus. Gesundheit. Verbrauchsgegenstand spenden Sie, um Erfahrung zu gewinnen. Okay. Weil wir im Korb spielen, kriegen wir diese Erfahrungsschriftrollen. Cool. Na, fortsetzen wir also mal. Also zumindest ich krieg die als Gast halt. Sobald wie möglich verlassen. Captain Diomedes will alle Blood Ravens auf dem Planeten abrücken lassen. Sie müssen die Verfolgung der Black Legion fortsetzen. Warum sollte Diomedes uns davon abhalten wollen? Der Ordensmeister meidet Kontakt mit der Black Legion. Diomedes wird seinen Willen durchsetzen. Davian hat recht, Kommandant. Ordensmeister Kyras hat zuvor schon Blood Ravens aus den Schlachten mit der Black Legion abgezogen. Er könnte den ganzen Sektor aufgeben, anstatt sich dieser Verräterbande zu stellen.
Das würde unsere Rekrutierungswelten dem Feind überlassen. Exakt. Sie müssen diese Überfälle beenden, bevor das passiert. Angelos Ende. Und Tarkus will reden. Eliphas hat sich noch nicht wieder gezeigt. Er plant wohl etwas. Dieser Ketzer ist einfach zu gefährlich. Ich dachte, er sei bei der Kronos-Kampagne gefallen. So wie ich. Ich sah ihn in Fetzen gerissen. Wie kann er dann noch leben? Seelen sind Spielzeug und Währung zugleich im Warp. Eliphas Fleisch mag gestorben sein, aber seine Seele wurde unter Dämonen verhökert. Sie haben seinen Körper wiederhergestellt, als es ihnen passte. Es ist wahrscheinlicher, dass sein Tod nur Betrug war. Eine Maske für seine Flucht von Kronos. Das war kein Betrug. Auf jeden Fall spricht das für Eliphas Macht. Tarkus hat recht mit seinen Sorgen. Eieiei. Und Thaddeus, was sagst du? Diomedes ist ein Held unseres Ordens. Warum sollte er uns vom Kämpfen abhalten? Diomedes war schon immer ein Politiker. Wenn der Ordensmeister will, dass die Bloodravens von Calderis verschwinden, wird Diomedes das nicht in Frage stellen. Captain Diomedes tut seine Pflicht, so wie wir es sollten, wenn so ein Befehl kommt. Genug. Der Feind entführt unsere Aspiranten und legt dem ganzen Sektor Fallen. Und wir sollen nichts tun? Es ist nicht meine Pflicht, den Edikten von Narren zu folgen. Uiuiui. Oh, guck mal, alle sind wieder gelblich. Außer Tula, der macht eh nichts. No. Extra verloren, ja, danke. Extra freigeschaltet, Vergeltung. Ehrwürdige Serverrüstung, weg mit dir. Verstärkte Serverrüstung. Ja, Tarkus, bitte wieder, dankeschön. Aua! Was denn? 215 Schaden an Einheiten Fahrzeuge plus. Mit dem Raketenwerfer. Ich glaube, der ist trotzdem schwächer, weil er hat nicht, lädt weniger regelmäßig nach. Ja, extra ist ja gut. Ich bleib bei dem Raketenwerfer. Nee, der Lilan ist schon stärker, ne? Nicht wirklich. Doch. 10 Damage noch was. 12. Aber trotzdem. Ja, aber der hier schießt dreimal hintereinander, wenn es nachladen, bevor er nachlädt. Und der andere nicht. Mit dem Lilan hast du nochmal 25% mehr Genauigkeit. Ja, Sichtweite und Schaden gegen Fahrzeuge, aber ja. 3 Schuss hintereinander sind wahrscheinlich deutlich besser. Meines Erachtens nach. Weil die Laserkanone, die brauchen wir zu lang. Ich würde trotzdem Lilane eher nehmen. Und zwar minimal nur mehr Schaden, aber es ist mehr Schaden. Obwohl da, ja, minimal mehr Schaden. Obwohl der Schaden 150 höher ist. Überleg mal, warum. Ja, wegen dem weniger Nachladen. Ja, das ist schon. Das ist schon krass. So, Dämonenzorn ist ein korrumpierter Gegenstand. Bringt aber keinen Nachteil, wenn man den verkauft, okay. So, aber die Klinge ist schwer aus. Oh, definitiv. Der guckt dir das an. Oh. 1300. Ach du heilige Kacke! Das macht ein bisschen mehr Schaden. Ein bisschen. Ey, ich wollte gerade kontrollieren und du schiebst es weg. Ja, tut mir leid. Ich hatte die Klinge auch noch gerade dran, weil ich die umrüsten wollte. Achso. 900, ich mach 1% mehr Schaden an Fahrzeugen jetzt, ja? Wait, wo ist denn das Ding hin? Welches? Ja, das komische Ding, was ich bekommen habe wegen dem XP. Ach, das kriege ich wahrscheinlich in meiner Kampagne zugefügt. Das kann gut sein. Kann ich sagen. Mann, das Zubehör kann man nicht verkaufen. Das ist so ein Schwachsinn von diesen Jona. Keine saubere, also ich würde ihn niemals benutzen. Ja, schön, wenn man alleine ist mit dem, ja, da kommt man ja gut klar mit den ganzen Fähigkeiten, aber so, nee. So, wird die Plasmakanone kann jetzt langsam mal weg, ne? Ja. Okay. Plasmakanone kann weg.
So, jetzt hast du keine Wahl mehr. Erst von den Raketenwerfer auch verkaufen. Ich hab wohl noch die Wahl. Jetzt will ich keinen. So leicht nicht. Guck dir bei dir nur Schadenunterschied an. Heilige Scheiße. Aber okay, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dann. Cheerio. Nicht gut.